Und dann mache ich das, was ich gesagt habe. Ich würde ganz gerne mal. Also wir haben Nessos durch. Wir hätten den Titan noch und wir hätten die Erde. Ich gehe mal kurz auf die Erde, denn bei der Erde weiß ich, dass es da genau eine weitere Mission gibt. Trostland, europäische Todeszone, reise tief in feindliches Gebiet, lege einen Hinterhalt für die Rotlegion und verleite sie dazu, sich an den Gefallenen zu rächen. Power Level 40, das müsste jetzt eigentlich viel leichter sein als alles, was wir bisher gemacht haben, liegt interessanterweise ja hier direkt neben unserer Mission. Und das würde ich ganz gerne einfach mal testen. Ja, also es wird ein kurzer Test. Mich interessiert bei diesem Test erstens, ob wir genug Erfahrungspunkte kriegen, ob noch um auf Level 15 zu steigen. Dann, was für Loot droppt an der Stelle? Ist das angeglichen an unseren Level oder ist es an die Mission angeglichen? Weil wir sind ja vom Power Level weit über dem, was wir jetzt versuchen werden. Aber deswegen, wir gucken mal, was passiert, wenn wir eine Mission machen, wo wir praktisch eigentlich gar nicht mehr für nötig, also wo wir nicht mehr qualifiziert für sind. Denn irgendwann macht man ja doch alle Missionen einmal, bevor ich dann sage, okay, pass auf, wir machen dann vielleicht mal mit der Hauptmission weiter. Oder halt, wir grasen alles ab, was möglich ist. Dann nehmen wir wirklich alles mit, was geht. So, und hier ist auch der Sender. Reise tief in feindliches Gebiet. Lege einen Hinterhalt für die Rotlegion und verleite sie dazu, sich an den Gefallenen zu rächen. Das mache ich jetzt. Die Mission reingelegt. Ah, schön, dass ihr zwei euch meldet. Wir haben genug von Rotlegion-Patrouillen und Überfällen der Gefallenen. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Versuch, ein Kommunikationsterminal der Gefallenen aufzuspüren. Dev hat eine Idee, die gerade verrückt genug sein könnte. Ah, die Jugend erkennt selten die Weisheit der Erfahrung. Okay, da ist übrigens irgendjemand gestorben, aber der scheint AFK zu sein. Ich glaube, ich muss hier rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe mal rein. Hä? Ah, ich muss hier rein. Okay. Hey, wer schießt da auf mich? So. Also, ich glaube ehrlich gesagt, der Schaden ist ähnlich wie den wir vorher kassiert haben. Ja, der ist ja sehr intelligent. So, hier haben wir ein Signal. Hervorragend. Was hältst du davon, wenn du mit deinem Zugang eine Übertragung in der Sprache der Gefallenen vorbereitest? Dann hat dieser Kabal-Kommunikationscode endlich einen Nutzen. Die Rotlegion bekämpft ausnahmsweise mal die Gefallenen? Tolle Idee. Ich kann archivierte Audioübertragungen jeglicher Gefallenen in der Region extrahieren. Warum hörte sich unser Geist gerade so komisch an? Gut, wir sollen Gefallene eliminieren. Machen wir. Oh. Hey. Naja, also dafür, dass ich ja eigentlich levelmäßig über dir bin, finde ich jetzt nicht, dass du wirklich leicht umzuhauen warst. Halt, was war denn das? Ich sehe gerade so gut wie gar nichts. Mir fehlt aber noch ein Signal. Und leider haben wir hier keins mehr. Ja, das ist ja mal wieder typisch, ne? Es fehlt immer genau eins. Ich glaube, da oben ist eine Truhe gewesen, oder? Ich habe genug, um die Gefallenen überzeugend nachzumachen. Erwähne in Devs Beisein keine Akzente. Sonst bekommst du einen stundenlangen Vortrag über Dialekte der Stadt. Übrigens hat man da die beste Sicht auf die Luftunterstützung der Rotlegion, wo wir beide das Flüchtlingssignal aufgestellt haben. Niemand schätzt mir die schönen Dinge des Lebens. Gut. Gut, also ganz ehrlich, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, es ist ziemlich identisch schwer wie vorher. Also es müsste ja eigentlich leichter sein, weil wir ja eine wesentlich höhere Rüstung und auch einen wesentlich höheren Schadensoutput haben, aber das Programm scheint da mit zu skalieren und persönlich muss ich sagen, finde ich sehr interessant. Ich kann nicht glauben, dass wir zurück in die Minen müssen. Ja, das glaube ich auch nicht. Die gute Nachricht, ihr könnt mit dem gefallenen Teleporter nach oben. Die schlechte, die haben den Ort in eine Bombe verwandelt. Super.
baut mich auf. Ein Ort mit einer Bombe oder der, ein Ort, der eigentlich eine komplette Bombe ist, baut mich sowas von auf, Leute. Das könnt ihr euch doch gar nicht vorstellen. Hallo? Hallo? Wenn ich einen Tiefenscan der Tunnel mache, können wir uns die ganzen Fallen und Sprengsätze borgen. Und sie einsetzen, um Chaos unter unseren Feinden zu verbreiten. Eine schöne Idee. Na, das ist ja hier ein witziges Spielchen gerade. Nein, das hat nicht getroffen. Ah, falscher Winkel. Nein. Dann nehmen wir eben das Ding da und das da. Dann kommen wir auch hier raus. Was ist denn das da? So. Aber witzig ist, die KI geht nicht durch ihre eigenen Sprengfallen. Das haben sie gut gemacht. Autsch. Scanne die Sprengsätze. Wie mache ich denn das? Ach, da hinten. Granate! Kann ich auch. Hier. Sagte ich doch, kann ich doch auch. Oh, da oben ist ja noch einer. So. Der ist weg. Gut, der fiel jetzt doch etwas leichter als die anderen. Ich gehe mal hinten rum, das ist mir zu dumm. Hi. Ach ja, so. Ah, hier kann ich scannen. So, ich scanne mal. Tu dein Werk. Das war's. Jetzt kann ich diese unglaublich gefährlichen Sprengsätze einsetzen, wo immer wir sie brauchen. Guter Mann. Oder Computer. Oder was auch immer. Teleportieren. Ich hau mal ab. Nach oben. Hallo. Schön hier. Sehr schön. Dass man direkt einen Teleporter nach oben hat. Sehr angenehm. Sehr gut. Oh. Und es sind immer zwei. Die tauchen immer zu zweit auf. Fragt mich nicht, warum. Oder zu dritt. Meinetwegen auch zu viert. Boah. 5, 6, 7. Das ist hier... Ist ein Party. Das ist eine Party. Ja? Deswegen kommen die auch so hintereinander weg, weil die sind alle Partygäste. Ja? Die kommen so nacheinander. Und hier scannen wir neu. Los, leg los, mein Kleiner. Gute Arbeit. Ich sende nun die Nachricht. Habe mich für den Akzent der Marodeure entschieden. Erinnerst du dich noch? Warum zum Teufel? Marodeure also. Weißt du, was mich an ihrer Sprache so richtig fasziniert? Weißt du, Devrim, halten wir doch den Kanal frei, um sicherzustellen, dass es keine Interferenzen gibt. Eine Menge großer roter Schiffe ist zu dir unterwegs. Was auch immer du gesagt hast, es hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Ich habe Gorl einen ziemlich schmutzigen Namen verpasst. Nichts, was ich hier wiederholen möchte. Ich liebe unkonventionelle Kriegsführung. An deiner Stelle würde ich die Augen nach Droppods offen halten. Hallo? Ich konnte nicht schießen. Was war denn das für ein Fehler? Ich konnte gerade nichts machen. Ich musste die Waffe einmal wechseln. Was war denn das? Ich wollte nämlich schon schön für die, Kapseln hier, praktisch. Wollte ich die abschießen, aber ging gerade nicht. Also, mich bitte nicht fragen, warum nicht. Okay. Komm mal rein, komm, komm. Och. Menno, ich dachte, das Ding würde jetzt effektvoll... alles in die Luft jagen, aber nö. So, dann jag ich dich halt effektvoll in die Luft. Gut. Was nun? Ah, doch nach unten. Oh. So.
So. Ganz einfach. Alles weggeschnetzelt. Ich konnte die Explosionen bis hierher hören. Ich wette, die Vorstellung war beeindruckend. Dann haben die Gefallenen und die Rotlegion es auch gehört. Geben wir ihnen etwas Zeit, sich gegenseitig zu beschießen, bis wir mit dem Rest aufräumen. Gut gemacht. Genau. Gut, dann habe ich aber auch diese Nebenmission abgeschlossen, die erstaunlicherweise relativ flink von der Hand ging. Dann haben wir den Planeten auch komplett. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da noch was abgeben kann oder nicht. Wir gehen einmal bei ihm vorbei, sagen Hallo, schütteln ihm die Hand, sagen, wo ist mein Tee? Ich warte immer noch auf den Tee. Ja, ja, warte ich wirklich. Ja, fragen ihn, wo der Tee ist. Und anschließend gucken wir mal, wo wir dann hingehen. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Halte die Augen offen. Nö, interessiert nicht. Das ist ein öffentliches Event. Das haben wir ja eigentlich schon mal so halb mitgemacht. Wie gesagt, Plan ist, ich gehe mal ganz kurz zum Kollegen hier. Hallo? Raus damit. Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, okay, Ruf war schon komplett, kann ich nicht machen. Ah, guck mal, Vorschau. Diese Engramme beinhalten einen Gruppengegenstand sowie Gruppenschilder und eine zusätzliche Belohnung. Aha, wir kriegen also hier eigentlich irgendwelche Sachen. Ja, bin ich mal gespannt. Aber erst bei Stufe 20. Gut. Er gibt mir übrigens auch Stufe 15 Ausrüstung. Was interessant ist, man könnte hier jetzt Stufe 15 Ausrüstung kaufen. Mache ich aber nicht. Wir finden eigentlich ganz gute Ausrüstung. Was mich zu dem Punkt bringt, ich wollte ja wissen, ob wir Loot finden, unserem Stufe entsprechend, unserem Level entsprechend. Und ja, es ist wirklich so. Guck mal, weil ich habe neue Handschuhe von Level 9 auf Level 12. Gut, wir sind Level 15 mittlerweile. Aber ich habe den Eindruck, bisher alles, was ich gefunden habe, war maximal, glaube ich, Level 12. Ja, das alles war sonst immer Level 12. Deswegen, ich vermute, gut, die Waffe lasse ich jetzt erstmal. Ich behalte die einfach mal. Die war ganz schlecht. Gar nicht schlecht. Die ist ganz gut. Ich vermute mal, dass... Wir haben ein Schwert gefunden. Interessant. Granatenwerfer. Dass Level 12 deswegen momentan das Cap ist, weil unsere Hauptmission ist ja, glaube ich, auch Level 11. Ne? Ich sollte ja, um die Mission weitermachen zu können, um die Story-Mission weiterzumachen zu können, Level 11 erreichen. Und dann kann ich sozusagen weiterspielen. Und wir sind ja jetzt hier schon mit Power Level 144 und Stufe 15 im Normallevel weit über dem, was eigentlich benötigt wird. Deswegen kein Problem. Ich guck mal ganz kurz, was das hier ist. Ich habe nämlich ein schickes Schwert gefunden. Moment. Oh, das ist ja geil. Hey, das gefällt mir. Keine Munition. Ah, es verbraucht auch Muni. Okay. In dem Fall bleiben wir aber kurz erstmal nochmal beim Scharfschützengewehr, weil meistens stehe ich ja hinten. Und ja, ich habe keine Munition mehr dafür, aber ist egal. So, wir haben den Planeten abgegrast. Auf in den Orbit. So, rein theoretisch. Theoretisch. Haben wir also. Den Planeten haben wir. Den haben wir. Hier sind wir noch nicht gelandet. Wir haben noch den Titan. Und auf dem Titan, ich will nur mal ganz kurz gucken, wie viele Nebenmissionen wir auf dem Titan noch hätten. Das ist einfach 2 Stück. Weil hier hinten kommt nichts. Wir haben ganze 2 Nebenmissionen. Und wenn das so ist, also ganz ehrlich, wenn das so ist und diese Missionen in der Regel eigentlich nicht wirklich schwierig sind, uns aber Level bringen und wir dann nachher die Hauptmission, also die Rettung unserer lieben Leute und so weiter und so fort, dann besser oder zügiger hintereinander durchhauen können, dann machen wir jetzt noch die letzten 2 Nebenmissionen hier auf dem Titan.
Und wenn wir die dann durch haben, kommt die Hauptmission, weil dann habe ich ja sowieso nichts mehr, was ich hier in dem Programm momentan tun kann. Dann mache ich die Hauptmission weiter und gucke mir Io an, wo wahrscheinlich auch wieder so 4 bis 6 Nebenmissionen auf mich warten werden. Und auch die werde ich dann eben gucken, ob ich die mache, wie ich die mache, weil ehrlich gesagt, die sind gar nicht schlecht inszeniert. Gut, sie haben keine Zwischensequenzen, das finde ich gerade ein bisschen schade und deswegen fühlt es sich auch an, als ob es sich ein bisschen zieht. Aber es macht trotzdem Spaß, diese Mission auch zu spielen. Und ich kann euch noch nicht einmal genau sagen, woran das liegt. Vielleicht daran, dass die alle so aufgebaut sind, dass sie stufenweise sind und dass man am Ende eben einen großen Gegner hat, den man damit kämpfen muss. So, Sirenenlied. Störe ein Char-Signal, um zu verhindern, dass das Rig sinkt. Machen wir. Wir wollen noch nicht sinken lassen. Hüter, in unseren Scans gibt es ein paar seltsame Ungereimtheiten. Schwerkraftwellen sind noch klein, aber verstärk sie und sie reißen uns auseinander. An diesen 3 Orten sind die Wellen am stärksten. Ich schicke dir die Koordinaten. Ja, gut. Dann machen wir das. Es muss hier sein. Nichts, Sloan, aber ich... Hast du das gehört? Was bekommst du rein? Es ist weg. Vielleicht halluziniere ich nur. Wir überprüfen deine anderen Koordinaten. Mach schnell. Mir gefällt gar nicht, was ich da sehe. Was? Was schießt denn da? Oh. Ein Diebes-Captain. Na gut, der ist gerade weg, also lassen wir ihn. Ich habe ja einen dringenden Auftrag. Die hat ja gesagt, mach schnell. Was ist denn das hier? Ich will ja nicht drängeln, aber die Wellen werden schnell größer. Begib dich dahin, dann sollten wir die Quelle dieser Schwerkraftwellen ausfindig machen können. Ja, ich sehe bloß hier sehr wenig gerade, deswegen weiß ich nicht so richtig, wo ich hin soll. Oh, hier. Hi. So, bleibt mal stehen, bitte. Ich sagte stehen bleiben, nicht weghüpfen. Was sind denn das hier für... Also ganz ehrlich. Ich möchte euch doch nur abschießen. Da braucht ihr nicht wegrennen oder weghüpfen oder wie auch immer. Ich frage mich allerdings, was das hier ist. Slow. Du musst dir das anhören. Oh, ich kann's hören. Amanda hat deine Daten und macht die Quelle gerade ausfindig. Quellen, gib 3 davon. Schalte sie aus. Was? Oh. Okay, den Schweber, den brauchen wir nicht. Quellen? Was für Quellen? Was habe ich denn hier gefunden? Ich glaube, ich soll da rüber. Wie? Wie soll ich denn da rüberkommen? Achso. Ich dachte gerade irgendwie nach da oben hüpfen, aber es geht nach unten zu hüpfen. Na, das ist doch toll. Gut. Und weiter geht's. Ja, ich musste gerade einen ganz kurzen Schnitt machen. Das echte Leben hatte leider ganz kurz nach mir verlangt und deswegen, ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Suche nach der Ursache, meine ich. Finde die Quelle der Gravitationswellen. Ach ja, da vibrierte ja was und wir sollen ganz dringend 3 Ziele wohl ausschalten. So, das waren nur 10 Minuten und trotzdem muss ich reinkommen, nachdem ich kurz mal unterbrechen musste. Ja, ja, ja. So schnell kann man rausgerissen werden aus allem. Okay. Oh. Hey, schleich hier nicht rum. Steh da nicht einfach so rum. Wollte ich sagen. Hä? So. Tschüss. Oh. Das war nix. Das war doch gerade nicht gut. Moment. Das gefällt mir so doch gleich viel besser. Oh, Mann.
Und natürlich weicht der genau dann aus, wenn ich hier vorbeigehen will. So, jetzt ist die Frage... Ach, wir sollen wieder hier rein. Was, wir sollen da rein? Wieso denn das? Hallo, schon lange nicht mehr hier gewesen. Sloan, das ist ein Ritual. Ein großes. Sie werden diese Archäologie erbeben lassen. Dann lass uns das Gleiche mit Ihnen machen. Na, das wird ja jetzt witzig. Okay. Nummer 1. Und nu? Zerstöre... Ach, den Schrein. Diesen da? Besiege den Hierarchen? Also diese Waffe gefällt mir. Die ist cool. So, hier. Okay, okay. So. Ich dachte, ich probiere mal, was ich hier als zweite Waffe habe. Finde ich gerade sehr gut. Und warum ist denn das hier so grün? Ist das giftig? Was steht denn da? Ja, jeder, der das lesen kann, kann es mir gerne mal übersetzen. Ich kann es leider nicht. Meine Fremdsprachenkenntnisse sind da nicht gut genug. Ja, Aufnahme läuft noch, Mikrofon ist auch an. Nicht wie in der einen Folge, wo ich nachsynchronisieren musste. Das war ein Mist, sage ich euch. Das war so ein Mist. Ja. Gut, gut, gut. So, so, aber eigentlich schön hier. Auch wenn es jetzt hier wieder bläulich wird. Was steht denn da? Evacuation! Oh oh. Das klingt nicht gut. Darf man mich nicht fragen, warum hier evakuiert worden ist? Doch, wir wissen es. Es gab ein paar Untermieter von weit, weit unten. Hallo. Was macht ihr denn hier? Komm her. Entschuldigung. Ich meine, kommt her. Mann. Ich bin untalentiert zu boxen. Aber voll. Was machen wir denn hier? Oh, Granate geht noch nicht. Schade eigentlich. Das wäre so eine schöne Stelle für eine Granate gewesen, aber... zu früh. Jetzt. So, trotzdem, so eine schöne Stelle für eine Granate und leider war da noch nichts. Wobei ich auch sagen muss, also die Optik hier, dieser Ort, den finde ich gut gemacht. Den haben sie sehr schön in Szene gesetzt. So, Super ist auch wieder bereit, sehe ich gerade. Super finde ich gut. So. Steht noch ein Ritter, ne? Jetzt. Ich stand zwar voll in dem Trefferbereich, aber das ist mir jetzt gerade ziemlich egal gewesen. Hauptsache, wir haben ihn erwischt. Und das hört sich doch nicht gut an. Da kommen doch garantiert wieder ganz viele kleine. Ach so. Ich würde sagen, es hört sich nicht gut an, aber das ist der komische Schrein hier. So, den Ritter haben wir. Ritualhierarchen werden wir auch gleich haben. Wenn er hinter der Säule vorkommt. Na komm. Weg mit dir. Warum solltest du auch länger leben als der Rest deiner Leute? So, einmal von hinten. Wir haben einen neuen Umhang. Finde ich gut. Ja, und deswegen mache ich das auch. Ich mache das eigentlich nur, weil ich sagen muss, die Nebenmissionen sind schon cool gemacht. Sie haben zwar in dem Sinne keine echte Story. Also ja, sie haben alle ihre eigene Story, aber ich meinte damit, oh, das sieht nicht gut aus.
keine Zwischensequenzen, ne? Also das können wir vielleicht nochmal im nächsten Teil ein wenig überarbeiten. Noch ein paar... Boah! Stören diesen Altar und bringen sie so zum Schweigen. Ja, ich bin dabei. Wir hören das Geräusch auf allen Sensoren. Können es sogar spüren. Hallo. So.